Maske. Ja, hey, noch ein Urgestein von Radio Awel. Bernhard, servus. Servus, hör mal. Wichtiger Mann, sehr wichtiger Mann. Mann der ersten Stunde. Dazu vielleicht gleich, wie du den Weber über den Weg gerannt bist. Naja, ich bin dem Weber insofern über den Weg gerannt. Da gab es ein Konzert im Konzerthaus, wo etliche Bands aus Wien, Österreich gespielt haben. Adam Wickerl, der Rudi Steger, das war so ein kleines Festival und Radio Awel hat halt zum Schluss aufgeräumt auf der Bühne, wie immer. Und ich war damals 15, 16, war natürlich begeistert. Radio Awel waren eben die wilden Männer und die wilde Band in Wien. Und das hat mich und meine Freunde immer fasziniert. Und ich habe dann in der Zeltgasse im damaligen Haus der Jugend im 8. Bezirk geprobt mit einer Schülerband. Da hat es unten 4 Proberäume im Keller gegeben. Habe ich auch geprobt. Kennen wir alle. Der Walter Pfneißl hat das organisiert, der Erfinder von Popotron dann später. Und hat das wirklich super gemacht, weil man hat unten geprobt und einmal im Monat oben im 5. Stock hat man ein bisschen was aufgeschleppt. Hat man die Anlage raufgeschleppt und sich die ersten Muskelkater geholt und die Speiselift hat es gegeben. Ja, da ist aber nichts reingegangen, außer Würsteln. Jedenfalls haben wir dort geprobt. Der Peter Viehweger war dabei in der Band. Die Band hat geheißen Naschmark, das war eine Schülerband. Und schräg gegenüber haben die Radio Awel geprobt. Das waren natürlich wiederum die Heroes. Da hat man sich gar nicht so richtig hingetraut, vor lauter Ehrfurcht. Und eines Abends geht die Tür auf bei uns im Proberaum, kommt der Stefan eine, lernt sie so hin und sagt, Burschen, mir ist gerade die ganze Band ausgestiegen, wollt ihr nicht als Radio Awel weiterspielen, so oder so ähnlich. Der Fitschi hat gesagt, er hätte gesagt, jetzt hat es verhofft, ich weiß es nicht mehr. Und dann haben wir den Proberaum gewechselt, schräg gegenüber, und haben als Radio Awel weitergespielt. Ich war damals 17 Jahre, knappe 17 Jahre, also jetzt bin ich dann 48 Jahre bei dieser Gruppe dabei. Und wenn der Stefan da nicht reinkommen wäre, wer weiß, ob er überhaupt Musiker war. Nein, wir haben ihm alle viel zu verdanken. Ich bin ein bisschen später dazugekommen, aber ich habe es auch genossen. Er war einfach ein super Bandleader. Einer, der gern gehabt hat, laute Musik, laute Gitarren, also in meinem Fall. Aber alles, was Chaos und Wahnsinn war, hat er gut gefunden. Vor allem laute Gitarren waren wichtig. Hammergitarren, ja. Und der Stefan hat doch so legendäre Tagebücher geschrieben. Das kann man jetzt in der Rathausbibliothek, seinen Nachlass, kann man das nachlesen. Da weiß ich noch, da ist dann drin gestanden. Das Ereignis hat er im Tagebuch festgehalten. Nämlich, wer so auf Gitarren gestanden ist, auf Hammergitarren und so weiter. Ich habe eine neue Band. Die Burschen fahren ordentlich. Nur die Bläser stören etwas. Also Blechbläser, Saxophon, Trompeten war ihm ein bisschen suspekt. Das hat ihm vielleicht ein bisschen zu sehr an die Marschmusik erinnert, die er verachtet hat als Kommunist, ja, als Linker. Und das war ihm suspekt, aber er hat uns natürlich ja auch fressen müssen, weil er die ganze Band. Nee, und vor allem, wenn man so wild interpretiert, wie das du dann gemacht hast, ist das sehr mau. Ja, sehr da habe ich dann gelernt. Genau. Ne? Also gelernt, vielleicht mich ein bisschen einer Gitarre anzunähern, was mir natürlich nie gelingt. Aber. Nein, aber die theatralische Bereicherung, muss man schon sagen. Ja. Also dieses Edle dran, weil letztes Mal war der Heinz da auch ein sehr edler Akteur. Nichts gegen die anderen Akteure, also nicht mehr fürs Grobe. Aber ihr wart halt immer der Satz, die mit der feinen Klinge, das hat mir schon immer, also mir ist das immer angegangen, wenn, was manchmal, weiß nicht, oft war es leider, aber wenn du nicht dabei warst, was das was ein anderes dran. Ja, das war halt immer unser Anspruch, sozusagen als Jünger und Nachfolger von Franzi Billig, der das natürlich mit der feinsten Klinge können hat, zu politischen, aktuellen Ereignissen oder sonstigen gesellschaftlichen Ereignissen immer einen super Text zu schreiben zwischendurch. Also das war sozusagen das politische Kabarett bei Radio Awel. Und wir halt auch immer versucht, das ein bisschen noch weiterzuführen. Genial. Ja. Sehr viel geniale. Ja. Und es war ja auch immer fast, könnte man sagen, so eine Mischung aus spontan und geskriptet. Genau. Super, genau. Super Konzept. Ja,
sonst braucht man eh nicht viel erwähnen, wenn du, was du nicht gespielt hast, sagen wir lieber so. Nein, also man kennt die natürlich seit ewigen Zeiten bei den Untouchables, der Falco Band, eine wichtige Stütze. Das ist nämlich diese super Eigenschaft, du bist ja, du kannst ja viele Sachen. Du singst unglaublich super, richtig gut, stützt nämlich mit dem Gesang. Ist ja nicht nur irgendwie, nicht irgendein Chorsänger, sondern das, es gibt Kraft. Ich habe es ja beim Falco auch gesehen. Ja. Der Falco hat das ja sehr braucht, also eine kräftige Chorstimme dabei. Überhaupt am Anfang, nicht? Also ich habe den Hans lange vor dem Falco kennengelernt, wie eben bei Radio Aberl und wie er noch bei der Hallucination gespielt hat. Und dann haben wir, um Geld zu verdienen, bei einer Tanzband, der legendären Tanzband Spinning Wheel gespielt. 4 Jahre lang war ich mit ihm unterwegs und da haben wir uns ja dann eher kennengelernt und kennengelernt, was jeder für Vorzüge hat, auch auf der Bühne und musikalisch. Und er hat mich halt dann gefragt, ob ich in seiner Band mitspielen will. Und es war natürlich in meiner Karriere ein Highlight, mit der Nummer 1 überhaupt von Amerika auch einmal spielen zu dürfen. Ja, das war schon cool, ja. Und er hat mich eben eingesetzt, überall, wo es eine zweite Stimme gegeben hat, habe ich das halt übernommen. Oder am Anfang den Genie-Schrei habe ich übernommen, da habe ich ihn halt unterstützt, weil ich meine, bei einer drei Monate dauernden Tournee jeden Abend Genie den Schrei zu bringen, ist natürlich für die Stimme äußerst anstrengend und das hat er dann gesagt, ob ich das übernehmen kann. Und er ist dann halt, also lustige Geschichte. Er steht so vorn und schreit und ich stehe hinten und schreie den Schrei. Jetzt ist mir auch so. Nach der ersten Show hat er gesagt, Alter, war eh leibend, aber kannst du bitte mal umdrehen, das muss ja nicht jeder sehen. Und dann haben sie mir in den Kulissen ein extra Mikro hingestellt und dann da habe ich mir dezent umgedreht. Naja, minimales Playback, kann man sagen. Ja, das war lustig. Und sonst ja, also lustige Sachen. Sonst bist du ja untriebig, bist mit dem Stari unterwegs. Ja, mit dem Stari eben, der war damals auch bei Spinning Wheel dabei und jetzt haben wir so ewigen Zeiten, haben wir nichts mehr zu tun gehabt miteinander, musikalisch, und dann treffe ich ihn ab und zu privat, was machst du und was mache ich, aber gesagt hast, ich möchte ganz gerne mal in meiner Muttersprache, dem Wiener Dialekt, was machen, singen, da Musik machen. Es muss nicht Wienerlied sein, aber Musik mit Wien-Bezug. Sagt er drauf, ja, das mache ich auch, das habe ich auch probiert, aber allein freut es mich eh nicht so, und jetzt haben wir eben dieses Duo im Backel gegründet und das lasse ich ganz, ganz gut an. Cool. Also, das spielen wir jetzt dann Ende Oktober beim Wien im Rosenstolz im Spittelberg Theater mit musikalischen Gästen, mit der Mena Kreil und mit dem Heimann Maria Buttinger. Ah. Na super, ja, das ist interessant, das muss ich mir auch mal geben. Glaube ich noch nie, wir werden noch nie besuchen. Naja. Wäre eine Gelegenheit. Jawohl, genau. Ja, und sonst natürlich, wie nach wie vor brav die Untouchables, ne? Das ist ja auch schon, geht ja auch schon eine Zeit lang. Das geht schon bald 35 Jahre, das ist unglaublich. So lang habe ich noch nie in einer Band gespielt. Wir sind einfach 5 Haberer und haben immer Spaß beim Spielen. Es gab noch nie einen Wickel, also das ist eigentlich unglaublich. Wo noch? Wir treffen uns immer und haben einfach eine Gaudi beim Spielen und spielen halt die Musik, mit der wir aufgewachsen sind und die halt mit uns älter wird und unser Publikum altert. Die Musik ist ja auch so, dass man sie noch so wieder spielen kann. Rhythm and Blues. Genau. Das ist jetzt nicht so Berufsjugendlichen war. Ja, dann würde ich sagen, wir machen ein bisschen eine Session über den Sprayback. Fein. Das ist ja das, was zur Sache geht mit der Trombone. Okay. Kommst mit dem Gluting. Da kommt der Hector. Jetzt dazu. Ja, und dann werden wir halt schauen, was soll man dazu sagen? Sonntag müssen wir wählen. Weiß jeder, was er will oder vor allem, was er nicht will. Geht uns aber nicht schauen. Nein, ich will nur allen sagen, geht's bitte zur Wahl und lasst euch nicht vom Frust und vom Hass leiten, also, sondern wählt vielleicht die Sachen, wo ihr euch denkt, das hat eine Zukunft. Genau. Und wir geigen am 5. im Gaso und hoffen halt, nein, es wird sicher gut ankommen.
Man ist ja hin und her besprochen, wie gesagt, ohne Weber, Tradivaber, aber es ist ja Verabschiedungsevent sozusagen. Ein Loslaus. Ein letztes Papa an den Stefan natürlich. Also, und den Ulrich. Ein bisschen schnürt es mir jetzt die Kehle zu, wenn ich dran denke. Ne? Weil der Stefan war also wirklich ein väterlicher Freund zu mir. Durch ihn habe ich viel kennengelernt und auch viel gelernt. Und, traurig, dass er nicht mehr da ist, aber es ist ihm viel ein Sportblüm jetzt. Ja, kann man so sagen. Gut, man muss nicht mehr so gegangen. Eben, genau. Alles klar, na dann lass uns das anreißen. Spayback! Spayback! Okay. Kopfhörer. Spayback! Hey!